Auf dem Schulhof und wo da? Ja, so auf diesen Teil da zur Bahnhofstraße hin so. Ja, was treibst du dich denn da auch rum? So viel ich weiß, hat die Schule eine schöne große Sicherheitszone mit Wachpersonal und allem. Oh, Mama, die anderen gehen aber auch alle hin. Ich weiß genau, warum du das Geld haben willst. Damit du dir wieder was durchs Ohr stechen lassen kannst. Mama, das heißt nicht stechen, das heißt piercen. Der eine Ring, der ist doch eh neu. Der war doch vorige Woche noch gar nicht drin. Ist dir lieber, wenn ich mir die Zunge piercen lasse, oder? Ein bisschen weiter unten, oder was? Wenn du da unbedingt eine Entzündung haben willst. Du weißt, dass die Stelle ganz entzündet ist. Übrigens, für den Schulausflug morgen sollst du mir auch ein paar Kondome einpacken. Kondome? Wer sagt denn das? Ja, unser Lehrer, der Juskowiak, er sagt, es kommt ihm niemand mit auf den Schulausflug, der keine Kondome dabei hat. Der Juskowiak, ja, wieso macht denn der Juskowiak mit euch den Ausflug? Ich denke, der Henschel ist euer Klassenlehrer. Und der Henschel liegt im Krankenhaus. Im Krankenhaus? Seit wann denn das? Seit vorgestern, seit der Schießerei. Seit was denn für einer Schießerei? In der zweiten Stunde zwischen der 7a und der 7b, aber ein paar hatten auch nur Messer, also. Du liebe Güte! Und da ist der angeschossen worden. Das weiß ich. Gibt doch Leute, die sagen, in Wahrheit hat der nur einen Nervenzusammenbruch. Wieso? Wegen der Rechtschreibreform. Was ich dich sowieso schon mal fragen wollte, sag mal, was ist denn das hier für ein komischer Schlitz in deinem Sweatshirt? Du warst doch nicht etwa bei der Schießerei dabei? Quatsch, stell mal her. Wo denn? Ach, hier. Nee, das ist doch nur vom S-Bahn-Surfen da. Da hat mich so ein Eisenträger ein bisschen geschrammt. Geschrammt? Um ein Haar hätte er dich aufgeschlitzt. Ja, mein Gott, ja, ist ja nichts passiert, oder? Ja, das nächste Mal passiert eben was. Sag mal, wie alt bist du eigentlich? Normalerweise lasse ich mir ja nicht so weit raushängen. Das kam mir nur von dem Ecstasy, da war irgendwas drin. Schön, schön, schön. Ja. Nimm nur immer schön deine Drogen, damit aus dir auch was wird. Na, krieg ich jetzt ein bisschen Geld, oder was? Ja, damit du dir Gift davon kaufst. Sag mal, wie alt bist du eigentlich? Och, Mama, so, bitte sag mir jetzt, wie alt du bist. Wie alt bist du? 16. So, 16. Und was soll aus dir mal werden? Kannst du mir das verraten? Du musst doch irgendein Ziel haben. Ach. Das gibt's doch nicht. Eine Handgranate. Diese scheiß Terminators, du, die nerven mich schon die ganze Woche. Irgendein Ehrgeiz, irgendeine Hoffnung, irgendwas, was du werden willst. Ja, wenn du mich so fragst, also. Ja, bitte, ich höre. Was will ein 16-Jähriger, der so ein Leben führt wie du, mit Piercen und Drogen und Bandenkriegen und S-Bahn surfen und Rindfleisch essen bei McDonald's, was will der denn schon noch werden? Na, was wohl, Mama? 17, wenn's irgendwie geht, 17.